بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine geehrten Geschwister, wir wollen heute weitermachen, insha'Allah ta'ala, mit der Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und dort ansetzen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und zwar besprachen wir letzte Woche die Eroberung von Mekka. Die Eroberung von Mekka. Und wir haben uns sehr ausführlich mit den jeweiligen Ereignissen beschäftigt gehabt. Und sind eigentlich auch bis zum Ende gelangt. Nur ein Punkt war noch offen gewesen, den wir kurz besprechen wollten, inshallah, bevor wir auf das nächste Ereignis zu sprechen kommen. Und zwar die Schlacht von Hunain. Die Schlacht von Hunain. Kurze Frage an euch, inshallah, ta'ala. In welchem Jahr war die Eroberung von Mekka gewesen? In welchem Jahr nach der Hijra? 8 nach der Hijra. An welchem Tag betrat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mekka? Welcher Tag genau? Na, guck nochmal schnell, Google, welcher Tag war das? Das jeden Ramadan wird darüber gesprochen im Tarawih-Gebet oder zur Jum'ah-Zeit, zur Khutbah. Am 20. vom Ramadan. Am 20. von Ramadan. Okay. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er betrat Mekka, er hat die Menschen, er hat die Götzen abgeschafft, er hat gebetet, er betrat Mekka voller Bescheidenheit. Aber, und das ist der Punkt, wo wir stehen geblieben sind, er hat, obwohl er den Menschen grundsätzlich vergeben hat und zu ihnen sagte, idhabu fa antum at-tulaqa, geht, ihr seid alle frei, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einige wenige Männer und Frauen ausgenommen aus dieser allgemeinen Amnestie. Und er hat sie für vogelfrei erklärt. Und er hat sogar gesagt, wenn sie sich an der Astar al-Ka'ba, das heißt an dieser Kiswat al-Ka'ba, also dem Umhang der Ka'ba festhalten sollte, dann dürft ihr sie töten. Und was ist der Grund? Das sind Leute, die besonders viel Unheil gestiftet hatten. Wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einfach auch zeigen wollte, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass es für bestimmte Verbrechen keine Amnestie gibt, nicht einfach eine Vergebung gibt, sondern die Menschen auch verstehen müssen, dass bestimmte Handlungen auch eine Strafe erfordern. Das sind nur sehr, sehr wenige gewesen. Also die Namen werden von einigen Sira-Gelehrten aufgezählt. Abdul Uzza ibn Khattal, Abdullah ibn Sa'd, Abi Sarh, Ikrima ibn Abi Jahl, Al-Huwarith ibn Nuqayt, Maqis ibn Hubaba, Habbar ibn Al-Aswad und dann zwei Sklavinnen, die diesem Ibn Khattal gehörten, die immer wieder auch gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesungen hatten. Und dann noch einige wenige andere, also wirklich sehr, sehr wenige. Und unter anderem auch Hind bint Utbe und Wahshi ibn Harb. Gut. Von all denjenigen, die hier erwähnt werden, sind mindestens 3 oder 4 dann zum Islam übergetreten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihnen verziehen. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, insha'Allah ta'ala, warum der Prophet oder wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam damit umgegangen ist, und zwar anhand von 2 Beispielen. Das erste Beispiel ist das Beispiel von Hind bint Utba. Wer war denn Hind bint Utba gewesen? Das ist ein wichtiger Name, der eine wichtige Rolle spielte zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, insbesondere bei der Bekämpfung des Islam und der Muslime. Wer war denn Hind bint Utba? Richtig, die Ehefrau von Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb ist eben erst Muslim geworden, und zwar kurz vor der Eroberung Mekkas. Hind bint Utba
War doch keine Muslime. Und wir wissen ja auch, wie sie reagiert hat. Das hatten wir letzte Woche erwähnt gehabt, als dann Sufyan ibn Harb gesagt hat, wer mein Haus betritt, der ist sicher. Und dann meinte sie, hört nicht auf diesen Idioten, auf gut Deutsch gesagt, ja, weil wie viele Leute sollen denn bitte schön in sein Haus passen? Und daraufhin Abu Sufyan sagte, und wer sein Haus betritt und in seinem Haus bleibt, der ist ebenfalls sicher. Und Hind bint Utbe, sie kam dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie trug einen Niqab. Sie trug einen Niqab. Und stellte sich vor den Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit er sie erst einmal nicht erkennt. Woraufhin sie dann vor ihm stand und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Treueeid schwören wollte, ohne dass er wusste, dass sie das ist. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann zu ihr sagte, Tubayi'ini ala alla tushriki billahi shay'a. Also schwörst du mir den Treueeid, dass du Allah nichts zur Seite stellen wirst? Und dann hat sie immer wieder ja gesagt. Und dann fragte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das gehörte ebenfalls zu diesem Treueschwur, وَلَا يَسْرِقْنَا وَلَا يَزْنِينَ. Und dass du weder stehlst, noch dass du Zina begehst. Und dann sagte Hind bint Utbe zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, er wusste immer noch nicht, wer sie ist. Sie sagte dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, وَهَلْ تَزْنِي الْحُرَّ وَتَسْرِقْ. Begeht etwa eine freie Frau Zina, also Unzucht, und stehlt, das ist etwas, was sie sich nicht vorstellen konnte. Daraus lernen wir etwas ganz, ganz Wichtiges aus ihren Worten. Und zwar, die Leute in der Jahiliyyah-Zeit, das sind Leute gewesen, die ebenfalls moralische Ansprüche hatten. Konnten sie sich vorstellen, dass jemand, der frei ist, eine freie Frau, erstens ihren Mann hintergeht und Zina begeht und außerehelich Geschlechtsverkehr hat. Und gleichzeitig hat sie sich nicht vorstellen können, dass eine freie Frau stiehlt. Das ist etwas, was sich nicht gehört. Und da sehen wir, dass nicht immer unbedingt der Islam vorhanden sein muss, damit die Menschen moralische Vorstellungen haben oder sich an moralische Aspekte handeln, sondern es liegt eigentlich in der menschlichen Fitra. All diese Dinge, die der Islam von uns erfordert, sind eigentlich ein Teil unserer natürlichen Veranlagung. In unserem tiefsten Inneren wissen wir eigentlich, was richtig und was falsch ist. Nur das Problem ist, dass wenn die Menschen immer wieder ihre Neigungen, ihre niederen Gelüste befolgen, was passiert? Diese gesunde, natürliche Veranlagung, welche tief verankert ist im Menschen und welche in der arabischen Sprache Fitra heißt, verändert wird. Diese Fitra kann verändert werden. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er macht das sehr schön deutlich in dieser bekannten Überlieferung, in der er sagte sallallahu alaihi wasallam, es gibt kein Kind, ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitra. Es gibt kein Kind, was auf die Welt kommt, außer dass es mit der Fitra, mit dieser natürlichen Veranlagung auf die Welt kommt. Und dann verändern die Eltern es durch ihre Erziehung. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Und die Eltern, sie erziehen es dann zu was? Zu einem Juden oder zu einem Christen oder zu einem Zoroastrier, also je nach der Erziehung. Und da sehen wir, dass diese äußerlichen Einflüsse der Gesellschaft sich auf die Menschen auswirken und diese natürliche Veranlagung, die eigentlich tief verankert ist im Menschen, durch die Erziehung verändert werden kann. Und Hind konnte sich das gar nicht vorstellen. Und auf jeden Fall hat dann, es ging dann ein bisschen weiter, ich werde etwas abkürzen, weil wir heute noch einiges vor uns haben, insha'Allah ta'ala, hat dann Hind gleich sich beschwert, ja, über ihren Ehemann. Abu Sufyan ist ja einer der reichsten Männer Mekkas gewesen. Und sie sagte dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, mein Ehemann, ja, der ist sehr, sehr geizig. Ja, der gibt uns gerade mal so viel, ja, dass es uns zum Leben ausreicht. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr sagte, خُذِي مِن مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ. Nimm von seinem Vermögen, also von deinem Ehemann sozusagen, so viel, wie du benötigst, selbst wenn er davon nicht weiß. Aber im Guten, übertreib es nicht. Aber im Guten übertreibt es sich. Das zeigt uns noch einmal, dass die Ehefrau auch Anrecht hat auf das Vermögen ihres Ehemannes. Und dass es die Verpflichtung des Ehemannes ist, sich um seine Ehefrau zu kümmern. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den leider viele junge Muslime heutzutage völlig ausgeblendet haben, wenn sie sich auf die Ehe vorbereiten. Es gibt viele Muslime heutzutage, die haben gar nicht mehr diese Einstellung, dass sie sich um den Unterhalt ihrer Ehefrau kümmern müssen.
Weil sie denken, ja, das ist so, wie man es in den Filmen sieht. Ja, dass im Grunde genommen, ja, wir haben eine Partnerschaft, ja, jeder muss sein Geld mit einbringen in die Ehe. Das ist natürlich schön, das ist auch gut, wenn die Frau unterstützt. Das ist etwas Gutes, etwas Positives. Darum geht es nicht. Aber diese falsche Einstellung, ich möchte gar keine Verantwortung mehr tragen. Oder ich fordere sogar meine Frau auf, dass sie unbedingt, ja, sich beteiligen muss. Oder ich sitze sogar zu Hause und lasse meine Frau arbeiten gehen und verlange dann nach der Arbeit, dass sie auch noch mich bedient. Das hat mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er? Er sagt, الرجال قوامون على النساء. Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor. قوامون, von قائم على شيء. قائم على شيء bedeutet was? Dass ich für eine Sache verantwortlich bin. Ich stehe auf einer Sache und ich trage diese Sache mit meinen Schultern. الرجال قوامون على النساء بما aus zwei Gründen. بما فضل الله بعضهم على بعض. Weil Allah die einen gegenüber den anderen oder den anderen ausgezeichnet hat. ليس الذكر كالأنثى. Das Männliche ist nicht wie das Weibliche. Ein Mann hat bestimmte, sage ich mal, Eigenschaften, die er mit sich bringt aufgrund seiner Männlichkeit, und eine Frau aufgrund ihrer Weiblichkeit bringt andere Eigenschaften mit. In der Regel. Und dann kommt der zweite Aspekt, der zweite Stützpfeiler innerhalb der Ehe. Und welcher der Grund ist dafür, dass der Mann die Verantwortung innerhalb der Ehe trägt? وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Und aufgrund dessen, was sie von ihrem Vermögen ausgeben. Wenn also einer dieser beiden Stützpfeiler wegfällt, dann fällt auch automatisch diese Qiwame, diese Verantwortung weg. Und der Mann kann eigentlich nicht mehr den Anspruch haben zu sagen, hallo, ich bin der hier der Verantwortliche für die Familie, weil er seiner Verantwortung nicht wirklich nachgekommen ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. خُذِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. Nimm, was dir ausreicht und deinen Kindern ausreicht. Aber im Guten, übertreib es nicht. Und jetzt kommt der wichtige Aspekt. Also es ist ein sehr interessantes, subhanallah, sehr interessanter Dialog. Und auf jeden Fall hat dann Hind bint Utbe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt, sie hat ihren Niqab aufgemacht und hat gesagt, ich bin Hind bint Utbe. Vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt, was den Niqab betrifft. Hind bint Utbe war zu diesem Zeitpunkt was gewesen? Noch keine Muslimin. Sie hat aber Niqab getragen. Und als sie der Muslimin geworden ist, hat sie den Niqab abgenommen. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass der Niqab eine eher arabische Tradition gewesen ist, die verbreitet gewesen war zur damaligen Zeit, welche man auch als muslimische Frau natürlich praktizieren konnte, was auch nicht unüblich war und was auch gerade für die Ehegattin des Propheten sallallahu alaihi wa sallam dann in einer späteren Zeit verpflichtend gewesen war, aber nur aufgrund ihrer Stellung, aber grundsätzlich erst einmal nicht Teil des Hijabs ist. Was auch die Meinung der Mehrheit der Gelehrten ist, was auch die Meinung der Mehrheit der Gelehrten ist, dass der Niqab nicht Teil des Hijabs ist. Und das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt, ja, dass wir es auch bei dieser Diskussion verstehen. Und selbst wenn wir sagen, es ist empfohlen, Niqab zu tragen, nach einigen Gelehrten vielleicht sogar verpflichtend, was eine eher Ausnahmemeinung ist, muss man natürlich sagen, es ist auch ein bisschen gesellschaftsabhängig. Weil was ist der Sinn und Zweck des Hijabs als Ganzes? Der Sinn und Zweck des Hijabs ist, dass sich die Frau schützt in gewisser Weise, ja, auch vor, sage ich mal, also sich selbst schützt, aber auch innerhalb der Gesellschaft einfach die Gesellschaft unterstützt, dass sie sich an die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala halten kann. Wenn jetzt aber eine Frau gerade in dieser Gesellschaft, die sehr, sehr offen ist und die teilweise auch antimuslimisch eingestellt ist von einem Teil der Gesellschaft, nicht der gesamten Gesellschaft, wenn sie jetzt in der Öffentlichkeit Niqab trägt, und ich habe das selbst schon erlebt, dass Frauen beispielsweise auf der Straße mit Niqab laufen, ja, was ihr gutes Recht ist, aber wo man sich natürlich auch überlegen muss, ob das wirklich Sinn macht in dieser Gesellschaft oder nicht, und ob das sich vielleicht sogar gefährlich ist für die Frau, ja, dass jeder auf der Straße sie anstarrt. Und du siehst immer die Leute, die ihre Augen verdrehen, und teilweise sogar Leute, die aggressiv werden. Und da stellt man sich natürlich die Frage, ja, ist es wirklich sinnvoll, selbst wenn ich davon ausgehe, es ist eine Empfehlung oder eine starke Empfehlung oder vielleicht sogar eine Art Pflicht, ja, könnte nicht diese Pflicht, welche für manche Leute Pflicht ist, ja, und nur eine Minderheitenmeinung ist, oder diese Empfehlung, ja, dann aufgehoben werden
aufgrund der Situation der Gesellschaft, in der wir leben. Das ist eine Sache, ja, die natürlich dann jede Frau für sich selbst entscheiden muss. Aber wir wissen, ja, was das teilweise für Schwierigkeiten nach sich zieht. Kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala, zu der Geschichte von Hind. Und auf jeden Fall sagte sie dann, ich bin Hind bint Utba. Was hat nochmal Hind gemacht? Hind spielte eine wichtige Rolle. Sie hatte etwas gemacht gehabt. Was war das gewesen? Die Brüder, immer nur Schwester Katha, aber wir wollen auch mal jetzt hier andere Leute haben. Ja. Sie beauftragte Wahshi. Genau, sie beauftragte Wahshi, den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam umzubringen. Was er dann auch getan hat in der Schlacht von Uhud. Ihr erinnert euch, die Geschichte ist bekannt. Und jetzt steht sie plötzlich vor dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet hat sie für vogelfrei erklärt gehabt. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagte, und er hatte natürlich tiefen Schmerz in seinem Herzen, auch in gewisser Weise eine Art Groll gegenüber dieser Frau, die das beauftragt hatte. Und er sagte, Marhaban biki, willkommen bist du. Woraufhin sie dann sagte, und sie hatte ja schon den Islam jetzt angenommen, Wallahi ma kana ala al-ard ahlu khiba'in ahabba ilayya min an yuzallu min khiba'ik. Bei Allah, auf der Erde gab es keine, sage ich mal, kann man sagen, Familie, kein Haus, kein Zelt, Khiba, ja, bei dem ich mir mehr gewünscht habe, dass sie erniedrigt werden als dein Haus. وَلَقَدْ أَصْبَحْتَ وَمَا عَلَى الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعَزُّ مِنْ خِبَائِكَ. Und jetzt bist du jemand geworden, O Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ja, wo es keine Familie gibt, kein Haus gibt, bei dem ich mir mehr wünsche, dass sie erhöht werden als dein Haus. Guck mal, subhanallah, wie der Islam die Menschen verändert hat. Von einem Moment auf den anderen. Von einem Moment auf den anderen hat sich diese Liebe entwickelt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und das hat sie nicht einfach so gesagt, weil Hind war eine sehr, sehr direkte Frau gewesen. Eine sehr, sehr direkte Frau gewesen. Und subhanallah, das sehen wir auch mit anderen Leuten. Das sehen wir mit Wahshi, der ja ebenfalls für vogelfrei erklärt wurde und dann vor dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam stand und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm nicht in die Augen schauen konnte, weil er so traurig war, weil Wahshi war ja derjenige, der den Auftrag von Hind ausgeführt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat zwar seinen Islam angenommen, aber er konnte ihm erstmal nicht verzeihen. Aber er hat ihn ja später verziehen. Es hat etwas Zeit gebraucht. Und subhanallah, Wahshi, der vorher so gegen die Muslime gekämpft hat, sollte später zu jemandem werden, der etwas für den Islam tut. Er hat nämlich eine große Heldentat vollbracht. Als Ausgleich für die Ermordung von Hamza ibn Abd al-Muttalib, dem Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wisst ihr, wen er getötet hat? Als Ausgleich sozusagen? Genau, Musaylima al-Kadhab. Musaylima al-Kadhab, später dann, nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das war sozusagen sein Verdienst gewesen, dass er gesagt hat, das ist jetzt sozusagen mein Ausgleich dafür, dass ich damals in der Schlacht von Uhud den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam umgebracht hatte. Ebenfalls eine Person, die den Islam angenommen hat, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn für vogelfrei erklärte, ist kein geringerer als der Sohn von Abu Jahl. Und zwar Ikrimah ibn Abi Jahl. Ikrimah ibn Abi Jahl, er, wie gesagt, wusste, okay, ich kann hier in Mekka nicht bleiben. Woraufhin er dann versuchte zu fliehen. Es gab eine Frau, die hieß Hakim, das ist die Ehefrau von Ikrimah gewesen und sie ist Muslimin gewesen und sie sagte, O Gesandter Allahs, mein Ehemann Ikrimah ist vor dir geflohen in den Jemen. Und er hat Angst, dass du ihn töten wirst, aufgrund sozusagen seiner Verbrechen, die er begangen hatte. Und ich möchte, dass du ihm Sicherheit gewährst. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, huwa amin, er ist sicher. Und auf jeden Fall, um die Geschichte dann zusammenzufassen, es wurde dann jemand ihm hinterhergeschickt und es wurde ihm auch gesagt, dass er sicher ist. Und woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann sagte zu den Sahaba, يَأْتِيكُمْ عِكْرِمَ ibn Abi Jahl مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا. Ikrimah
Ibn Abi Jahl wird zu euch als Gläubiger kommen und als Muhajir, als jemand, der ausgewandert ist. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فَلَا تَسُبُّ أَبَاهُ اللَّهُ أَكْبَرُ. Ja, was für ein Adab. فَإِنَّ سَبَّ الْمَيِّتِ يُؤْذِي الْحَيَّ وَلَا يَبْلُغُ الْمَيِّتِ. Er sagte dann, ja, und beschimpft nicht seinen Vater. Wer war sein Vater gewesen? Abu Jahl. Wir kennen alle Abu Jahl. Ja, es ist sozusagen der Inbegriff ja, für das Böse, für die Feindschaft gegen den Islam. Der mit allen Mitteln den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bekämpft hatte. Und auf jeden Fall sagt er dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, beschimpft nicht seinen Vater. Warum? Aus welchem Grund? Weil, wenn man einen Toten beschimpft, er ist ja schon, er ist ja dann gestorben, er wurde ja getötet in der Schlacht von Badr, weil das Beschimpfen eines Toten, es schmerzt den Lebendigen, also die Hinterbliebenen, aber wird den Toten nicht erreichen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns auch beigebracht, er kann nichts dafür, dass sein Vater den Islam bekämpft hat. Und er kann nichts für die Taten seines Vaters. Und deswegen müssen wir diesen Unterschied machen. Kennt ihr vielleicht noch Beispiele aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wo der Sohn sehr gläubig war und der Vater ein Feind des Islam? Es gibt noch ein anderes sehr, sehr interessantes Beispiel. Ja. Ja, okay, später, aber noch früher, aber ist auch richtig, Khalid ibn Walid, der später Muslim geworden ist, aber noch früher. Und zwar ein Oberhaupt der, sag ich mal, jenigen, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bekämpft haben. Wie hieß denn das Oberhaupt der Heuchler? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sein Sohn, fällt gerade sein Name nicht ein, war ein aufrichtiger Muslim gewesen. Und sein Vater war das Oberhaupt der Heuchler gewesen. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat auf die Gefühle und Emotionen dieser Menschen große Rücksicht genommen, weil er wusste, das ist nicht einfach für sie. Das ist keine einfache Angelegenheit. Und wir wissen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, mit wie viel Respekt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam umgegangen ist bei dem Tod von Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dass er ihn bestattet hat in seinem eigenen Gewand, muss man sich ja vorstellen. Dass er für ihn Istighfar gemacht hat und es erst später verboten wurde, dass man für solche Menschen Istighfar macht. Er hat Rücksicht genommen auf die Emotionen und die Gefühle seines Sohnes, der ein aufrichtiger Muslim gewesen ist. Und auf jeden Fall ist dann, wie gesagt, Ikrimah ibn Abi Jahl zurückgekehrt. Und er kam dann an beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und er fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, bin ich wirklich sicher? Und meinte, ja, du bist sicher. Und dann fragte er, wozu rufst du die Menschen auf? Und er sagte, ich rufe sie auf, dass sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass ich der Gesandte Allahs bin, dass man das Gebet verrichtet, dass man die Zakat entrichtet. Und er hat dann den Islam aufgezählt, die Eigenschaften des Islams aufgezählt. Woraufhin Ikrimah sagte, Wallahi ma da'auta illa ila al-haqqi wa amrin hasanin jamil. Bei Allah, du hast nur gute, guten Dinge aufgerufen. Das sind alles schöne Dinge. Und am Ende hat er dann den Islam angenommen. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat jetzt ein sehr, sehr schönes Dua für ihn gemacht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte zu Ikrimah, La tas'aluni al-yawma shay'an u'tihi ahadan illa 'ataytakahu. Du fragst mich heute nach keiner Sache, außer dass ich dir diese Sache erfüllen werde. Also ich mache, was du willst. Was war der Wunsch von Ikrimah gewesen? Ich meine, er hätte sich alles wünschen können. Sein einziger Wunsch, und das zeigt, wie aufrichtig er gewesen ist in diesem Moment, war, فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مسير وضعت فيه أو مقام لقيتك فيه أو كلام قلته في وجهك وأنت غائب عنه. Ich bitte dich darum, dass du für mich um Vergebung bittest für jede Feindseligkeit, mit der ich dich angefeindet habe. Und für jede Sache, für jedes Wort, was ich gegen dich vollzogen habe. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt ein schönes Dua machte. Und
Er sagte, Allah maghfir lahu kulla adawatin adaniha. O Allah, vergib ihm jede Feindseligkeit mir gegenüber. Wa kulla masirin sara fihi ila mawdi'in yuridu bidhalika al-masira itfa'a nurik. Und jeden Ort, zu dem er gegangen ist, bei dem er wollte, dass er dein Licht, O Allah, auslischt. Faghfir lahu ma nala minni min 'irdin. So vergib ihm für seine Beleidigungen, also was er sozusagen in Bezug auf meine Ehre gesagt hat. Fi wajhi, direkt mir ins Gesicht, au wa ana ghaibun anhu, oder hinter meinem Rücken. Woraufhin Ikrimah sagte, raditu ya Rasulallah, jetzt bin ich zufrieden, und Gesandter Allahs. Und jetzt sagte er folgende Worte: La ad'u nafaqatan kuntu unfiquha fi saddin an sabilillahi illa anfaqtu di'faha fi sabilillah. Allah. Meine Aufgabe ist es jetzt, dass ich jeden Cent, auf gut Deutsch gesagt, also alles, was ich ausgegeben habe, um vom Wege Allahs abzuhalten, dass ich jetzt doppelt so viel ausgeben werde auf dem Wege Allahs. وَلَا قِتَالًا كُنْتُ أُقَاتِلُ فِي صَدٍ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا أَبْلَيْتَ. Also bis zum Ende sagt er dann sozusagen, dann, und jedes Mal werde ich auf dem, gegen den Islam gekämpft habe, werde ich genau dasselbe noch einmal machen für den Islam. Und subhanallah, ja, Ikrimah ibn Abi Jahl, er sollte auch wirklich aufrichtig sein und er sollte gefestigt bleiben, und Allah subhanahu wa ta'ala, ja, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist mit ihm zufrieden gewesen. Das zeigt uns noch einmal, damit wir das abgeschlossen haben, insha'Allah ta'ala, wie barmherzig der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sogar mit denjenigen umgegangen ist, die eigentlich für vorgefreit erklärt wurden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wünschte sich, dass alle Menschen zu Allah finden. Und das werden wir wahrscheinlich erst nächste Woche, aber wir werden heute schon anfangen, inshallah damit, aber auf dieses Ereignis werden wir erst nächste Woche eingehen, und zwar das Ende der Schlacht von Hunain, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann Dua gemacht hat für einen ganzen Stamm, nämlich den Thaqif. Die Thaqif, welche den Muslimen großen Schaden zugefügt haben, das sind die Leute von At-Ta'if gewesen, und wo dann einige Sahaba am Ende gesagt haben, O Gesandter Allahs, mach bitte Dua gegen diesen Stamm, also verfluche diesen Stamm. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Hände hob und sagte, Allahumma hdi thaqifa wa ati bihim. O Allah, leite die Thaqif recht und lass sie zu mir kommen, also als Muslime. Das ist die Einstellung unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Er hat immer versucht, die Menschen zu Allah zu führen. Er hatte nie diese Rachegelüste gehabt. Wenn er bestraft hat, dann hat er das nur getan, um ein Exempel zu statuieren und zu zeigen, dass bestimmte Überschreitungen auch Folgen nach sich ziehen. Und dass auch Barmherzigkeit ihre Grenzen haben muss, damit die Menschen diese Barmherzigkeit nicht als Schwäche deuten. Jetzt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Mekka gewesen ist, das war der 20. Ramadan, blieb er dort für einige Tage. Und es gelangte jetzt zu ihm die Nachricht, dass zwei große arabische Stämme sich miteinander verbündet haben gegen die Muslime, um die Muslime zu bekämpfen. Diese beiden arabischen Stämme waren die Thaqif und die Hawazin. Die Thaqif, die Leute von At-Ta'if. Das ist eine Stadt, ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer von Mekka entfernt, aber ich glaube so um die 150 bis 200 Kilometer von Mekka entfernt. Könnt ihr mal bitte kurz nachgucken, einfach bei Google eingeben, Mekka Ta'if. Ta'if gibt es heute immer noch. Ja, vielleicht könnt ihr mal gucken, wie viele Kilometer das genau sind. Und sie haben sich jetzt zusammengeschlossen und haben eine große Armee gebildet. Eine sehr, sehr große Armee. Eine Armee, die für die damaligen Zeit, ich glaube, es gab noch nie in der arabischen Geschichte solch eine große Armee oder auf der arabischen Halbinsel. Wir hatten schon bei der Belagerung oder bei der Schlacht von Al-Khandaq eine sehr große Armee der Quraysh gehabt. Wie viele Soldaten standen denn vor Medina bei der Schlacht von Al-Ahzab oder bei der Grabenschlacht? Wie viele? Ja? 10.000. Die Thaqif und die Hawazin haben sich jetzt zusammengeschlossen.
noch mit einigen anderen kleineren Stämmen. Und sie haben über 20.000 Männer zusammengebracht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat davon erfahren. Und er musste etwas tun dagegen. Mit wie vielen Männern ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mekka einmarschiert? Wie viele Muslime hatte er bei sich gehabt, um Mekka einzunehmen? 10.000, nicht auch. 10.000. 20.000 hat, achso, ja, du meinst bezogen auf die Schlacht von Al-Khandaq. 10.000. Das heißt, er hatte ohnehin schon 10.000 bewaffnete Männer bei sich gehabt, sallallahu alaihi wasallam, in Mekka. Jetzt hat er noch 2.000 von den 9 Muslimen mit sich genommen, sodass es insgesamt wie viele waren? Insgesamt 12.000. 10.000 von den Muhajirin und den Ansar und 2.000 von den 9 Muslimen. Und es sollte jetzt zu einer gewaltigen Schlacht kommen. Eine der Schlachten, welche im Koran namentlich erwähnt wird. Es gibt 2 Schlachten, die im Koran namentlich erwähnt werden. Welche sind das? 2 Schlachten. Badr und dann die Schlacht, mit der wir uns heute beschäftigen. Hunayn. 2 Schlachten, welche Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt. Was nochmal darauf hindeutet, dass diese beiden Schlachten wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt haben zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und entscheidende Schlachten gewesen sind. Man muss sich jetzt das so vorstellen, Mekka ist jetzt zu Darul Islam geworden. Also ein Teil des islamischen Gebietes. Die meisten Mekkaner sind jetzt Muslime geworden. Mekka ist das Herz und das Zentrum der arabischen Halbinsel gewesen. Das religiöse Zentrum, aber auch das Handelszentrum der arabischen Halbinsel. Alle arabischen Stämme sind nach Mekka gepilgert, egal welche Götze sie angebetet haben. Und jetzt ist Mekka plötzlich muslimisch. Die Thaqif und die Hawazin, sie haben jetzt auf der einen Seite Angst, dass die gesamte arabische Halbinsel zu einer monotheistischen Religion übertreten könnte. Und gleichzeitig haben sie auch Hoffnung gehegt. Und zwar haben sie gesagt, das könnte auch unsere Chance sein, um die Quraysh abzulösen in ihrer Verantwortung für die Kaaba. Die Quraysh hatten eine sehr, sehr hohe Stellung gehabt unter den Arabern. Sie waren die Hüter der Kaaba gewesen. Jetzt wurden die Quraysh besiegt durch die Muslime. Und die Hawazin und die Thaqif, sie witterten darin eine Chance. Wir könnten die Quraysh jetzt ablösen, damit wir diese hohe Stellung einnehmen, welche die Quraysh einnahmen. Und sie haben sich zusammengeschlossen. Und sie haben einen Anführer ausgewählt. Dieser Anführer war ein junger Mann gewesen mit dem Namen Malik ibn Auf. Dieser Malik ibn Auf war sehr mutig gewesen, aber das Problem war gewesen, er war noch sehr jung. Er hatte wenig Erfahrung gehabt. Er war um die 30 Jahre alt gewesen. Und er war zwar charismatisch, aber es fehlte ihm die Erfahrung. Und er machte einen gewaltigen Fehler, der für die Hawazin und die Thaqif ein großes, also ein verheerender Fehler gewesen ist, aber für die Muslime eine gewaltige Chance. Und zwar verlangte er von den Stämmen, dass sie jeweils ihr gesamtes Vermögen, ihre Kinder, ihre Ehefrauen mit zu der Schlacht mitnehmen sollen. Mit welcher Begründung? Er hat sich gesagt, wenn die Kämpfer, wenn die Soldaten wissen, dass hinter ihnen ihre Ehefrauen sind, ihr gesamtes Vermögen, dann werden sie alles geben. Und dann werden sie mit all ihrer Kraft ihre Familie verteidigen. Es gab einen anderen Mann, der ebenfalls ein sehr, sehr angesehener Mann gewesen ist unter den Hawazin. Das war ein Mann mit dem Namen Durayd ibn Simma. Durayd ibn Simma. Dieser Durayd ibn Simma war anerkannt gewesen, nur sein Problem war gewesen, er war schon sehr alt. Aber er hatte langjährige Erfahrung gehabt. Und er fragte, wer ist das gewesen, der das angeordnet hat, dass die Frauen und die Kinder und auch noch das gesamte Vermögen mit zur Schlacht genommen werden sollen? Woraufhin sie sagten, es ist unser Anführer gewesen. Und zwar dieser Malik ibn Auf. Woraufhin dann Durayd sagte, bringt Malik ibn Auf zu mir. Und er sagte dann zu Malik ibn Auf, Ra'i da'nin wallahi, das ist ein Schafshüter, wallahi, der hat keine Ahnung. Wa hal yaruddu al-munhazima shay? Derjenige, der verliert, kann irgendetwas sozusagen ihn davor schützen?
wenn sie gewinnen sollten, dann werden sie nur gewinnen aufgrund eines Mannes, der sein Schwert in der Hand hat oder seinen Speer. Und wenn sie verlieren sollten, dann werden sie bloßgestellt vor ihrer Familie und vor ihrem Vermögen. Aber er hat nicht zugehört. Er wollte nicht, dass seine Stellung in irgendeiner Frage in Frage gestellt wird. Und das ist ein Problem, was wir häufig haben, dieser Generationsstreit. Den finden wir häufig in allen Gesellschaften, dass viele junge Menschen nicht auf die Älteren hören wollen. Das haben wir auch heute, auch unter vielen Muslimen. Hier ist irgendwas mit Problem mit Instagram. Ja? Ja. Okay, es geht weiter. Das haben wir auch heutzutage unter Muslimen. Ja, dass es viele junge Muslime gibt, die nicht auf die Ratschläge der Älteren hören wollen. Da hat man häufig dann sozusagen so einen Generationskonflikt. Und es gibt viele Ältere, die den Jüngeren keine Chance geben wollen, sich zu entfalten. Es gibt viele Moscheen, wo junge Menschen nicht erwünscht sind. Und es gibt leider auch viele junge Muslime, die irgendwelche komischen Sachen machen und sagen, wir brauchen nicht auf die Gelehrten, wir brauchen nicht auf die Älteren zu hören. Warum? Weil die haben ohnehin alles falsch gemacht. Und sie glauben, sie würden jetzt alles richtig machen. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Dass wir auf der einen Seite die Jungen benötigen mit ihrer Innovation, mit ihrer Energie, mit ihrer Kraft. Aber auf der anderen Seite benötigen wir auch die Weisheit der Älteren, die Lebenserfahrung haben. Und die schon, die weitsichtiger sind in vielen Sachen. Und die dann auch der Jugend dementsprechend eine Nasiha, einen Ratschlag geben können. Und diese Einstellung, die benötigen wir in unseren Gemeinden. Dass wir auf der einen Seite ältere Geschwister haben, die uns mit ihrer Weisheit dann auch und mit ihrer Lebenserfahrung Ratschläge geben können, aber auf der anderen Seite, dass sie auch den Jugendlichen einen Freiraum bieten, damit sie sich entfalten können. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und auf jeden Fall hat dann dieser Malik ibn Auf nicht auf ihn gehört und das sollte natürlich verheerende Folgen haben. Man muss sich vorstellen, ja, das gesamte Vermögen, was sie besaß, nur damit wir mal eine Zahl haben. Wisst ihr, wie viele Kamele an dieser Schlacht beteiligt gewesen waren? Das war ihr Vermögen. Das waren nicht Kamele, auf denen geritten wurde, sondern das war wirklich das Vermögen. 24.000. 24.000 Kamele. Ich meine, es waren 20.000 Männer gewesen. 20.000 Männer. Hinter den Männern waren ihre Familien gewesen. Und hinter den Familien, also Kinder, Frauen und Kinder, und hinter ihnen war ihr gesamtes Vermögen gewesen. Das waren die Kamele. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Schafe das gewesen sein mussten. Also ihr gesamtes Vermögen war mit ihnen gewesen. Und der Malik ibn Auf dachte, ja, das kriegen wir schon hin. Ja, weil das wird unsere Männer motivieren. Aber das sollte am Ende alles Kriegsbeute für die Muslime werden. Wie wir noch sehen werden, insha'Allah ta'ala. Am 5. des Monats Shawwal marschierten jetzt die Muslime los Richtung Hunain. 12.000 Männer, welche sich auf den Weg gemacht haben. Auf dem Weg nach Hunain sagten einige, insbesondere der neueren Muslime, die gerade erst zum Islam übergetreten sind und die diese riesige Anzahl gesehen haben, لَنْ نُحْزَمَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةِ. Heute werden wir in keiner Weise verlieren können aufgrund unserer geringen Anzahl. In den letzten Jahren waren wir immer in der Unterzahl, aber jetzt sind wir 12.000. Wir waren zwar immer noch in der Unterzahl, aber 12.000 Männer, die können auf keinen Fall verlieren. Das geht nicht. Und was ist in die Herzen der Muslime getreten? Eine schlimme Eigenschaft. Eine Eigenschaft, welche Allah Ta'ala dann auch in diesem Vers erwähnen sollte. Nämlich die Eigenschaft des Ujb. Dass ich mir selbst gefalle. Dass ich mich nicht mehr auf Allah Subhanahu Wa Ta'ala stütze, sondern ich stütze mich auf mich selbst. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Es gibt drei Dinge, die ins Verderben stürzen. Drei Dinge. Und das dritte ist was? I'jabul mar'i bi nafsihi. Dass eine Person sich selbst gefällt. Selbstgefallen. Dass ich mich auf meine eigene Kraft stütze. Und so tue, als wäre ich nicht angewiesen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was macht ein Muslim? Ein Muslim setzt sein gesamtes Vertrauen in Allah. Er strengt sich an. Wenn er etwas erreicht, dann weiß er, er hat es erreicht durch Allah. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist genau aus diesem Grund in Mekka eingeritten, nicht mit erhobenem Haupt, sondern mit gesenktem Haupt. Weil ihm klar gewesen ist, dass dieser Sieg nicht sein Sieg ist.
und nicht ihm selbst zu verdanken ist, sondern ausschließlich Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch so sollte es in Bezug auf unsere Erfolge in unserem Leben sein. Wenn Allah mir ein Talent gegeben hat, ich bin besonders intelligent, ich bin, weiß ich nicht, ich kann gut zeichnen, ich bin besonders hübsch, weiß ich nicht was, was für ein Talent auch immer, dann sollte ich als Muslim immer diese Bescheidenheit zeigen und Allah danken. Und seid euch sicher, derjenige, der das tut, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala sein Talent nähren. Was sagt Allah ta'ala im Koran? وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Und wenn ihr dankbar seid, dann werde ich euch mehren. Ich werde euch noch mehr geben. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Worauf schwört unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَ. Und keiner ist für Allah bescheiden, außer dass Allah ihn erhöht. Ujb, Allah Ta'ala, er sagt in Bezug auf die Schlacht von Hunayn, وَيَوْمَ حُنَيْن, und am Tag von Hunayn, إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Als euch eure Anzahl gefiel, فَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا, aber sie hat euch nichts gebracht, wie wir noch sehen werden. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضِ, und die Erde wurde euch eng. Ja? Also bis zum Ende des Verses. فَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا. Allah hat den Muslimen eine wichtige Lektion gelehrt. Eine sehr, sehr wichtige Lektion gelehrt. Auf dem Weg nach Hunayn haben die neuen Muslime, diese 2000 neuen Muslime, die teilweise noch nicht wirklich gefestigt gewesen waren, haben sie einen Baum gesehen. Dieser Baum, der ist bekannt gewesen unter dem Namen Dhatu Anwat. Dhatu Anwat. Dhatu Anwat bedeutet so viel wie der Baum, an den etwas angehangen wird, von Naut, Yanid, ja, also etwas sozusagen anhängen. Und dann sagten die neuen Muslime zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Ya Rasulallah, ij'al lana dhatu Anwat, kama lahum dhatu Anwat. O Gesandter Allahs, gib uns dhatu Anwat, also gib uns auch so einen Baum, genauso wie sie ein Dhatu Anwat haben, also solch einen Baum. Was war das für ein Baum gewesen? Das war ein Baum gewesen, bei dem die Götzendiener in der vorislamischen Zeit den Aberglaube hatten, dass wenn sie einmal im Jahr, ja, zu diesem Baum gehen und zu diesem Baum pilgern und dort ihre Schwerter anhängen, deswegen auch Dhatu Anwat, dass ihre Schwerter gesegnet werden. Und deswegen sind sie immer wieder hingepilgert und haben ihre Schwerter dort angehangen und haben dort einige Rituale durchgeführt. Und die Muslime, diese neuen Muslime, sagten, wir wollen auch sowas haben. Sie hingen noch an solchen Dingen. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Subhanallah, innaha sunan, Allahu Akbar, qultum walladhi nafsu Muhammadin biyadih, kama qala Musa, qawm Musa li Musa. Ja? Subhanallah, das sind die Gesetzmäßigkeiten. Ja? Ihr habt Allahu Akbar in einer anderen Version. Ihr habt genau dasselbe gesagt, wie ja, die Kinder Israels zu Musa alaihi salam gesagt haben, als sie das Rote Meer durchquert haben und dann auf der anderen Seite ankamen und sagten, Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Gib uns einen Gott, genauso wie sie einen Gott haben. Also gib uns eine Götze, genauso wie sie eine Götze haben. Woraufhin Musa alaihi salam antwortete, Qala innakum qawmun tajahalun. Er sagte, ihr seid ein unwissendes Volk. Gerade erst hat Allah Ta'ala euch gerettet und jetzt wollt ihr gleich eine Götze wieder anbeten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat aufgezeigt, ihr habt genau dasselbe getan. Haben sie eigentlich dasselbe getan? Ich meine, das ist doch nur ein Baum gewesen, wo sie sich Segen erhofft haben. Und die Kinder Israels, sie wollten doch eine Götze haben. Ist das nicht ein Unterschied? Oder ist es eigentlich dasselbe? Meine Frage an euch. Ist das ein Unterschied oder ist das dasselbe? Genau. Im Grunde genommen das, was die Kinder Israels wollten, also wirklich eine Götze haben, vor der sie sich niederwerfen, ist eine noch schlimmere Angelegenheit, als einen Baum zu haben, von dem ich mir Segen erhoffe. Aber in der Grundidee, nämlich eine Art Mittel zu haben zwischen Allah und zwischen dem Menschen, ist es eigentlich dasselbe. Es widerspricht dem reinen Tauhid, dem reinen Monotheismus. Und das müssen wir verstehen.
dass bestimmte abergläubische Dinge, die die Muslime heutzutage praktizieren, ob es die Hand von Fatima ist oder ob es das blaue Auge ist oder ob es irgendwelche Talismane sind, die ich mir umhänge, ja, oder das Hufeisen, auch wie auch immer, oder mein Maskottchen oder mein Teddy oder weiß ich nicht was, ja, und glaube, das bringt mir Glück, das schützt mich vor einer Sache, dass das eine Form von was ist? Eine Form von Schirk ist. Das ist eine Form von Schirk. Und genau aus diesem Grund hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, man allaqa tamimatan wukila ilayha. Oder wukila ilayha. Wer sich einen Talisman umhängt, der wird ihm anvertraut. Faqad ashrak, wie es aus einigen auch anderen Überlieferungen hervorgeht. Der begeht, was? Schirk. Der gesellt Allah subhanahu wa ta'ala etwas bei. Und da sehen wir, dass dieses Grundprinzip, dass ich mein Vertrauen ausschließlich in Allah subhanahu wa ta'ala setzen soll, ja, immer dasselbe ist. Ja. Ich setze und lege mein Vertrauen nur in Allah und nicht in einen Stein und nicht in einen Talisman, nicht in ein blaues Auge und auch nicht in eine Hand Fatima. Weil das kann mich nicht schützen. Der Einzige, der mich schützen kann, ist wer? Ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der reine Tawhid. Interessant ist ebenfalls, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kein Takfir gemacht hat. Stellt euch mal vor, heute würde irgendjemand so etwas tun. Dann würden gleich die Leute sagen, du bist Kafir, du bist vom Glauben abgefallen. Hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie aus dem Glauben ausgeschlossen? Nein. Warum? Weil sie unwissend gewesen sind. Sie sind erst gerade zum Islam übergetreten. Und genau aus diesem Grund haben die Gelehrten auch gesagt, dass jemand zwar eine Kufr-Aussage machen kann, also eine Aussage, welche zum Unglauben führt, was aber nicht unbedingt bedeuten muss, dass er gleich ein Ungläubiger ist. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Gelehrten haben unterschieden zwischen ja, den Takfir al-Am oder Kufr al-Am und Kufr al-Mu'ayyan. Oder Takfir al-Am und Takfir al-Mu'ayyan. Dass ich sage, diese Aussage oder diese Handlung ist Kufr. Ist eine Sache. Und dass ich auf der anderen Seite sage, diese Person ist ein Käfer, ist eine ganz andere Sache. Warum? Weil es kann sein, dass diese Person unwissend ist. Es kann sein, dass diese Person das gesagt hat, weil sie gerade vielleicht sich versprochen hat. Es kann sein, dass diese Person es unter Zwang gesagt hat. Es ist nicht unsere Aufgabe als Muslime, über jemanden zu urteilen. Und das, was wir heute sehen bei einigen Muslimen, dass sie über jeden urteilen, der ist ein Muslim, der ist ein Kafir, das widerspricht ganz klar der Rechtleitung unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der niemanden aufgrund dieses Ereignisses aus dem Islam ausgeschlossen hat. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hinzugefügt bei diesem Punkt und er sagte, لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Ihr werdet die Bräuche derjenigen befolgen, die vor euch waren. Und in einer anderen Version sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Handbreite um Armlänge und Armlänge. Selbst wenn sie in das Loch einer Eidechse kriechen sollten, ihr würdet hinterher kriechen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam fragte, die Sahabe fragten, o Gesandter Allahs, handelt es sich hierbei um die Juden und Christen? Und er sagte, wer sonst? Wer sonst? Ihr werdet dieselben Fehler machen. Was ist damit gemeint? Ihr werdet dieselben Fehler machen. Ihr werdet bestimmte Dinge, die sie falsch gemacht haben, eins zu eins so praktizieren. Obwohl der Koran euch davor warnt. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam euch davor gewarnt hat. Ihr werdet genau dasselbe tun. Warum erzählt uns der Koran immer wieder von den Kindern Israels? Aus welchem Grund? Damit wir uns über sie ärgern? Nein. Damit wir nicht dieselben Fehler tun. Ganz einfach. Sie sind genauso Gläubige gewesen, wie wir es sind. Sie haben auch Propheten befolgt, aber sie haben Fehler gemacht. Und sie haben die Religion verändert. Wäre der Islam, und das sage ich ganz klar und deutlich, wäre der Islam nicht die abschließende Botschaft Allahs, glaubt mir, wir wären schon längst ausgetauscht gewesen. Schon längst! Also wäre nicht unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, das Siegel der Propheten. Und der Islam, die letzte Botschaft an die Menschheit, dann wäre schon längst ein Prophet gekommen, der wieder alles reformiert hätte. Weil die Muslime, wie sie leben, leider, muss man ganz offen sagen, ja, sie leben nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Ein Großteil der Muslime lebt nicht so, wie es eigentlich sein sollte.
Aber Alhamdulillah, Allah Ta'ala, er hat diese Botschaft bewahrt. Und es gibt immer eine Gruppe von Menschen, welche den Islam richtig praktiziert. Und wir haben die Quelle in unseren Händen, den Koran und die Praxis, die Sunna unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sodass jeder, der wissen möchte, wie es richtig funktioniert, sich daran halten kann. Die Muslime, sie machten sich jetzt auf den Weg Richtung Hunain. Und als sie dort ankamen, erwartete sie eine böse Überraschung. Was? Das werden wir in der nächsten Woche erfahren, insha'Allah ta'ala. Jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wa al'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr.